Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge der Interviewserie Rauscher 360 Grad. Oder sagen wir Rauscher 360, wie der Heinz Brüller im Rennenglisch vielleicht gesagt hat. Und dazu freue ich mich natürlich sehr, Christian Rauscher bei uns zu begrüßen. Geschäftsführer von Emotion Banking. Vielleicht magst du uns gleich einmal etwas erzählen, was Emotion Banking eigentlich so tut, wofür wir stehen, in kurzen Worten. Sehr gerne, ja. Also zum einen ist ja immer der Name Emotion Banking selber schon Programm. Er möchte uns zum Ausdruck bringen, dass wir im Banking nicht gut beraten sind, wenn wir uns ausschließlich auf Banking im Sinne von Regulatorik und Prozesse konzentrieren. Mit Emotion Banking wollen wir zum Ausdruck bringen, dass es beim Banking, bei einer Dienstleistung immer auch um die zwischenmenschlichen Aspekte geht, also um die Emotionen, weil wenn Menschen aufeinandertreffen und miteinander zu tun haben, dann sind Emotionen eben nicht weit und wir versuchen positive Emotionen herbeizuführen und nicht negative Emotionen. Und das tun wir, indem wir uns vorrangig mit zwei Themenkreisen beschäftigen. Wir nennen das bei uns CX meets Corporate Culture. Also da sind wir schon wieder beim Brüller mit seinem Englisch, yep, und bei den Fachbegriffen. Klammer ist, es geht immer um den Menschen und Menschen sind eben Kundinnen und Mitarbeiterinnen. Und dementsprechend versuchen wir, diese beiden wichtigen Stakeholdergruppen für ein erfolgreiches Bankgeschäft in Balance zu bringen und eben dieses emotionale Erlebnis und die Kundenerlebnisse und die Employee Experience eben in den Vordergrund zu heben und zu gestalten. Sehr schön. Und dazu betreiben wir natürlich auch Marktforschung unter anderem. Ja, das ist ganz wichtig, weil wir sagen immer bei uns, es geht um einen ganzheitlichen Ansatz. Wir reden alle von Ganzheitlichkeit. Was meinen wir damit? Bei uns nennen wir das A, B und C. Wir brauchen eine Analytik, wir brauchen eine Beratung und wir brauchen auch ein Umsetzen, ein Heben von den Chancen, die wir identifiziert haben. Das ist das C bei uns. Und aus unserer Erfahrung heraus ist das deshalb so wichtig, weil gerade wenn man in emotionalen, ungreifbaren, immateriellen Erfolgsfaktoren und Treibern und Erlebnissen arbeitet, treffen Überzeugungen aufeinander. Und jeder von uns, jede Führungskraft hat seine eigenen Überzeugungen, die er mitbringt. Und das steht dann einem Wandel oft im Wege, weil jeder auf seiner Überzeugung und der Richtigkeit seiner Überzeugung beharrt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir mit einer Analytik starten und nicht nur bei dieser Analytik starten, sondern diese Analytik auch nutzen, um ein gemeinsames Narrativ, eine Storyline zu finden im Sinne von, wo sind wir gut und wo sind wir nicht so gut, was wollen wir verändern, und da hilft es eben, wenn du Zahlen, Daten und Fakten am Tisch hast. Und darum geht es ja auch in unserer ersten Folge um das A in dem Fall, um die Marktforschung, um die Analyse. Jetzt gibt es ja natürlich am Markt relativ viel solcher Tools, unter anderem auch natürlich gratis, aber auch bezahlte Online-Marktforschungstools. Warum bieten wir das eigentlich nur immer an, wenn es das eh gratis mehr oder weniger gibt? Ja, das ist eine ganz spannende Frage, die du da zurechtbringst. Und wo fange ich denn jetzt an mit meiner Antwort und der Strukturierung meiner Antwort? Ja, es gibt viele Online-Marktforschungstools. Lass mir die Frage anders stellen. Ja. Was unterscheidet unser Marktforschungstool, zum Beispiel an der Tiefe der Datenerhebung, von den ganzen anderen oder auch von den großen, beispielsweise Netiquette? Ja, ja. Nein, das macht die Frage ja jetzt nicht viel leichter, indem du sie ja noch komplexer, okay, gestaltest. Ich war schon mit der ersten Frage recht gut ausgefüllt. Eine Vielzahl an Faktoren spricht dafür, warum wir diese Dienstleistung nach wie vor anbieten. Wir kommen ja eigentlich aus der Beratungsecke und mit der Geschichte möchte ich vielleicht starten. Und die erste Frage war ja immer, wieso macht ein Berater überhaupt Marktforschung? Das ist doch eigentlich eine andere Baustelle, eine andere Aufgabe.
Und wir machen Marktforschung in der Beratung eben, weil wir erlebt haben, dass man, wenn man in diese immateriellen Erfolgsfaktoren eingreifen möchte, man Fakten benötigt. Das heißt, wir haben ein Defizit erkannt, dass Banken overreported waren bei dem, was in der BSC früher die Financials waren und was von mir aus auch noch die Prozesse waren, aber eben nicht, was Kultur betrifft und nicht, was Kundenerlebnisse betroffen hat. Und diese Lücke, die haben wir füllen müssen mit der Analytik, und das haben wir eben bei uns gemacht, bereits vor 2 Jahrzehnten mit der Entwicklung eines Instruments, das wir Victor genannt haben, das eben diesem ganzheitlichen Aspekt sehr stark Folge leistet. Was bedeutet das jetzt praktisch, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann? Wir sind immer in der Marktforschung ausgegangen von dem Mindset, man ist eine Entscheidungsperson in einer Organisation und möchte etwas verändern. Und das ist eine andere Brille, die wir aufhaben, wenn wir an die Analytik rangehen, wie der klassische Marktforscher. Das ist jetzt ein bisschen Stereotyp, aber ich unterstelle den Marktforschern, die haben herausragende Kompetenzen und Fähigkeiten, keine Frage. Und die sind auch wissenschaftlich fundiert, auch das machen sie, die meisten zumindest, sehr, sehr gut. Sie scheinen mir aber manchmal den eigentlichen Zweck ihres Daseins zu übersehen, weil sie sich vielleicht zu stark mit Frageformulierungen und methodologischen Fragen beschäftigen und übersehen dabei, dass sie einen Job zu erledigen haben. Und der Job ist es, Daten und Informationen so aufzubereiten, dass sie das Management nutzen kann, um Entscheidungen zu treffen. Und das ist die Kernspezialität unseres Hauses, dass wir eben aus diesem Use Case, wir wollen in der Organisation eine Veränderung herbeiführen, kommen, und dazu bereiten wir Daten auf. Wir bereiten die Daten nicht auf und die Informationen nicht auf, weil wir, ja, wie soll ich sagen, unbedingt wissenschaftlich den Nobelpreis bekommen wollen. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht wissenschaftlich fundiert werden. Ich alleine habe über 400 wissenschaftliche Arbeiten im Rahmen meiner akademischen Lektorenschaft begleitet und begutachtet. Also davon sind sicherlich 250 Arbeiten mit empirischer Erhebung. Also von Wissenschaftlichkeit sind wir durchaus auch geprägt. Aber noch einmal, unser wirklicher Fokus gilt, wie kann ich die Transformation einer Organisation faktengestützt begleiten und initiieren. Du warst noch beim Unterschied. Ich weiß, ich habe den zweiten Teil der Frage vielleicht noch nicht beantwortet. Ja, aber lass mich vielleicht den Gedanken auch noch ausformulieren. So, und jetzt gibt es ja viele, viele Tools, wie du gesagt hast, SurveyMonkey beispielsweise, ja, die man einfach selber nutzen kann. Und ich meine, es kann ja so schwierig sein, ein paar Fragen zur Zufriedenheit zu stellen. Genau, da ist man 5 Minuten mit der ganzen Umfrage fertig und dann schickt man es aus. Habe ich auch schon gesehen, da gibt es eine Liste, das sind die 5 Fragen, die musst du unbedingt stellen und schon bist du glücklich. Richtig. Kannst du machen, wird dich meistens nicht glücklich stellen. Nicht sehr glücklich dann mit dem Ergebnis. Warum? Ja. Das hat mehrere Aspekte. Zum einen ist es natürlich wichtig, gerade bei sensiblen emotionalen Themenstellungen und Zufriedenheiten, Sicherheit, Optimismus, Engagement, das sind sensible Daten, Gefährdungspotenziale, Stressfaktoren und Perzeption. Ist es natürlich hilfreich, wenn du Anonymität garantieren kannst. Ja? Anonymität kann ich nicht garantieren, wenn ich sowas hausintern durchführe. Weil irgendjemand in der Organisation hat Zugriff logischerweise auf die Originaldaten, und es gibt ein ganz natürliches Bedürfnis von Führungskräften, die sagen, ja, aber das kann ich jetzt fast nicht glauben, wer war das jetzt, den suche ich mir auch noch raus. Davor muss eine Organisation geschützt werden, A. B, hausintern hat man immer schon eine Brille auf. Du hast ein Narrativ, du bringst deine eigene Geschichte mit hinein und versuchst diese Geschichte aufgrund der Zahlen und Daten, die du bekommst, zu erklären und zu beweisen. Das heißt, du kommst mit einer Bias schon daher. Und selbst wenn du super objektiv arbeitest, unterstellt man dir eine Bias. Ah, das sind ja wieder die, die wollen, das ist im Auftrag von und deshalb möchten sie. Von dieser Bias sind wir als Außenstehende weitgehend befreit und enthoben. Und zum Dritten bringen wir natürlich unglaublich viel Kenntnisse mit, weil das seit über 2 Jahrzehnten unser Kerngeschäft ist, von anderen Organisationen. Und diese Kenntnisse kippen wir ein, beispielsweise indem wir Benchmarks liefern, nämlich im Sinne von, was darf man sich typischerweise in einer Organisation erwarten.
Und zum anderen erkennen wir natürlich relativ schnell anhand des Bildes, wo hakt es denn wirklich, und sind auch in der Lage, dieses wo hakt es denn wirklich glaubwürdig gegenüber einem Vorstand oder einem Team von Bereichsleitern zu vertreten und dafür einzustehen und Inspiration zu geben für das, was man machen sollte und ändern sollte. Das war jetzt nur ein paar Sachen, aber ich bin noch gar nicht... Mehrere Fragen auf einmal beantwortet. Schön. Wunderbar, wunderbar, ja. Das ist ja ich kann auch das noch weiterziehen, du brauchst doch so gar nichts mehr legen. Fragen. Nein, aber bleiben wir bei dem, trotzdem nochmal bei den Marktforschungstools, weil und jetzt wir, bei uns geht es um eine gewisse Komplexität. Und diese, nehmen wir wieder Gratis-Marktforschungstools, die sind ja so benutzerfreundlich. Ja. Jetzt, wie stellen wir allerdings sicher, dass es bei diesen komplexeren Analysen trotzdem die Bedienung intuitiv bleibt? Das ist ja zum Beispiel oft so eine Sache bei diesen Umfragetools. Das fängt ja schon bei der Frage an, welche Bedienung muss dann noch intuitiv bleiben, wenn du serviciert wirst? Ja? Naja. Und das ist ja der Riesen-Benefit, dass wir als Full-Service-Agentur logischerweise uns mit vielen Fragestellungen herumschlagen, die der End-User, nämlich unsere Kunden, gar nicht sich herumquälen muss. Wir haben halt die Erfahrung gemacht bei diesen Tools, und da gibt es selbst die sophistiziertesten Tools sozusagen, können viele Dinge nicht liefern und leisten, die wir leisten können. Und sie unterstützen dich natürlich auch in keinster Art und Weise im Aufbau und der Architektur und dem Design deiner Erhebung, wo wir natürlich als Marktforscher, als Begleiter von Banken über die Jahre unglaublich viel trainiert haben und entwickelt haben. Das heißt, ein Riesenbaustein oder ein Riesenasset von uns ist es, man hat mit uns einen Sparring-Partner an der Seite, der einen nicht nur die lästige Pflicht abnimmt, irgendwelche Fragen irgendwo reinzuwursteln und dann irgendwelche Mitarbeitenden oder Kunden rauszuschießen und dann irgendwelche Rückläufe zu pflegen und dann vielleicht auch noch einen PowerPoint-Chart zu zeichnen, sondern man hat mit uns einen kompetenten Sparring-Partner an der Seite, der mit eigenständigen Ideen und ergänzenden Hinweisen dir hilft, eine Architektur aufzubauen, damit du nachher jenen Tiefgang an Auswertung auch realisieren kannst, den du auch wirklich benötigst. Und da steigen die ganzen Tools schon aus, weil die eben dann in der Regel nicht in der Lage sind, mit einer hausinternen Benchmarks Abteilungen gegeneinander oder Filialen gegeneinander zu benchmarken und dann eine interne Ampel draufzusetzen, weil die Tools einfach diese technischen Fähigkeiten nicht haben. Warum haben es wir? Wir haben es. Genau. Warum wäre jetzt dann schon die nächste Frage? Ach so, habe ich schon. Schau, ich habe den. Also würdest du die Fragen vorab? Ich hab deine Fragen schon vorweggenommen. Ja, warum haben es wir? Weil wir eine eigene Software dafür entwickelt haben, über die Jahre gepflegt haben, die genau unseren Anforderungen entspricht. Und zum Beispiel eines der starken Assets, das wir haben, ist, dass wir ja nicht nur von einer Single-Spot-Messung ausgehen. Die Tools gehen immer von einer Single-Spot-Messung aus. Ich mache einmal eine Erhebung. Wir gehen ja von einem kontinuierlichen Prozess aus, also A, B und C. Nach der Analyse kommt die Beratung und Konzeption. Das heißt, du entwickelst hoffentlich irgendwelche Ideen und Ansatzpunkte, was du verbessern willst und sollst. Dann kommt das C im Sinne von, du setzt es um. Und dann bist du ja wieder beim A und willst wissen, hat das funktioniert? Und wenn ja, wie hat es funktioniert? Und das Ganze will ich ja nicht nur wissen, ist meine Gesamtbank weitergekommen, sondern ich möchte es dann ja auch vor allem wissen, wie hat sich mein Bereich verbessert oder verschlechtert im Vergleich zu den anderen Bereichen. Wie groß ist die Dynamik, die ich geschafft habe, in meinem Wirkungsbereich zu erzeugen, im Vergleich zur Dynamik, die im gesamten Haus erlebbar war? Und da fängt es ja dann an, wirklich spannend zu werden, weil dann kommt ja dieser motivatorische Aspekt von, ich verstehe jetzt, wie meine eigenen Führungshandlungen und Entscheidungen und Maßnahmen und Projekte und Sprints und was auch immer wir aufgleisen, wie das dazu beiträgt, dass meine Organisation in den Erfolg kommt, nämlich individuell und als gesamtes Haus. Mhm. Apropos Erfolg, kannst du zum Beispiel ein Beispiel nennen, wie wir einem Kunden geholfen haben, tiefere Einblicke in die Kunden- oder Mitarbeiterzufriedenheit zu gewinnen, die andere Plattformen möglicherweise
übersehen hätten. Ja, naja, da fallen mir natürlich sofort viele, viele Beispiele ein. Wir bauen ja eine Beziehung mit unseren Kunden auf. Es gibt bei uns im Haus Kunden, die sind mittlerweile seit 17, 18 Jahren Kunde unseres Hauses. Und da entwickelt man natürlich ein sehr tiefes Verständnis auch, was in diesem Haus vonstatten geht und wie sich dieses Haus verändert hat. Und das ermöglicht es uns als Außenstehender mit diesem Abstand Stärken, aber eben auch Potenziale zu identifizieren, die man hausintern vielleicht gerne ein Stückchen wegdrücken möchte. Und der Klassiker, wenn wir jetzt in eine Unternehmenskulturanalyse beispielsweise hineingehen, ist ja, dass man relativ top motiviert startet und Dinge angreift, die zunächst einmal sehr naheliegend sind und damit auch eine schöne Dynamik entfachen kann. Aber irgendwann kommt man natürlich in eine Endlichkeit dessen, was sozusagen schnell und einfach zu lösen ist und muss eigentlich dann in die tieferen Strukturen vordringen, in Dinge, wo es weh tut. Und da ist es dann einfach sehr angenehm, wenn du jemanden an der Seite hast, der dann nicht locker lässt und dich da auch entsprechend coacht und weiterentwickelt. Und ein zweites Phänomen, das wir natürlich sehr häufig angetroffen haben und immer wieder antreffen, ist das Thema, wenn wir beispielsweise dann auch in die Richtung einer Führungsarbeit und Führungsbegleitung gehen oder das Haus sich dafür entscheidet, die Führungskräfte zu entwickeln, dann sieht man sehr gerne, dass Verschiebungen und Dynamiken auf der Führungsseite sehr, sehr hoch sind, die aber die Mitarbeitenden so noch gar nicht erleben. Das ist ein ganz natürlicher Effekt, weil wenn sich erwachsene Menschen anstrengen, ihr Verhalten zu verändern, dass sie seit 20, 30 Jahren vielleicht an den Tag legen, dann braucht es eine unfassbar hohe Anlaufenergie, um überhaupt einen Wandel herbeizuführen. Und für den Mitarbeitenden ist das noch überhaupt nichts. Ja. Und das alleine zum Beispiel zu sensibilisieren und aufzeigen zu können, ist halt extrem hilfreich und augenöffnend. Und da kommt zum Beispiel noch so eine Spezialität von uns jetzt zum Zug, die diese klassischen Marktforschungen so oder Plattformen so nicht anbieten, nämlich wir betrachten ja immer auch die Gaps. Also wir schauen uns ja an, wie sehen es denn die Mitarbeitenden versus die Führungskräfte oder wie sehen sie eben die Vertriebseinheiten versus die Betriebseinheiten. Das heißt, wir haben schon zumindest standardmäßig immer vier Subgruppen hausintern. Und die können wir dann noch beliebig runtergliedern. Wie halten Sie die denn so im Normalfall, diese Gaps? Kann man da mal. Ja, ich glaube, es ist ein ganz normaler Gap. Es ist immer der, ich bin okay und die anderen sind, ja, auch okay. Also was bedeutet das? Das bedeutet, dass natürlich wir in der Regel einen Gap haben bei Fragen. Ich als Führungskraft kommuniziere klar und eindeutig und frage ich die gleichen Mitarbeitenden, meine direkte Führungskraft kommuniziert oder vermittelt klare Ziele oder vereinbart mit mir klare Ziele. Und da gibt es dann natürlich immer die klassischen Gaps. Ja. Gut, dann abschließende Frage. Aber noch vielleicht zu den Gaps, okay. noch eine ganz wichtige Erfahrung, die wir immer wieder machen, ist, und weil ich diesen Effekt habe von ich mache den Job ja super und die anderen vielleicht nicht ganz so gut, ist es extrem hilfreich, bei der Anlage der Auswertungen auch schon in eine entsprechende Granularität zu gehen, um dann aufzuschlüsseln, naja, Moment, wir sprechen schon von deinem Bereich und nicht vom Bereich der Kolleginnen und Kollegen. Also kehre vor deiner eigenen Haustüre ist etwas, was man zahlenmäßig natürlich gut unterstützen darf, damit hier auch dann in einem begleitenden Reflexionsprozess eine Abarbeitung und Aufarbeitung stattfindet. Wenn ich das im Kollektiv belasse und sage, naja, da gibt es ein Problem mit der Führungsarbeit im Haus, dann war es im Zweifelsfall immer die Kollegin oder der Kollege. Natürlich, ja, ja. Gut, ja, abschließende Frage, wie nutzt Emotion Banking technologische Innovationen, um sicherzustellen, dass die Erhebung selbst ein Erlebnis ist, beziehungsweise an welchen Themen arbeiten wir eigentlich gerade
ja. In der Programmierung. Ja, sehr spannend. wichtige Frage auch. Wir haben natürlich immer die dankbare Rolle, das zu leben, was wir predigen. Und das ist eine ziemlich sportliche Aufgabe, weil wenn wir predigen, wir sollten Erlebnisse schaffen, dann geht es natürlich immer auch darum, diese Erlebnisse selber zu schaffen. Und da sind wir selber auch echt immer gut eingeladen und gefordert, diese Reflexion auch bei uns selber durchzuführen. Was heißt das ganz konkret? Wir haben beispielsweise in unseren Erhebungen eingebettet Videoavatare, die wir nutzen können, um entweder methodologische Hinweise zu geben oder motivatorische Appelle auch abzugeben. Wir machen aktuell zum Beispiel so eine kleine Fanfare auch, wenn du deine Befragung abgeschlossen hast, da freut man sich dann auch drüber. Und die, glaube ich, aktuell für uns in der Organisation größte Entwicklungsherausforderung, mit der wir uns aktuell beschäftigen, wo wir schon in Teilaspekten gute Lösungen haben, ist natürlich auch das Thema Einbetten von KI, beispielsweise beim Thema der Verschlagwortung von offenen Antworten. Wir machen das momentan natürlich mit einer Machine Learning Lösung und möchten das aber natürlich auch noch ein Stück weit intelligenter gestalten. Und jetzt bin ich bei der wirklich großen Lösung, das Ganze in ein interaktives Dashboard bringen, ja, das es heute schon gibt. Das heißt, wir sind jetzt nicht mehr ausschließlich in einer klassischen Reporting-Funktionalität, sondern arbeiten natürlich mit Power BI beispielsweise und haben das Ganze integriert in ein userfreundliches Dashboard. Das heißt, die Kunden erhalten dann von uns zum Beispiel jetzt jeder für seinen Bereich ein Dashboard mit einem individuellen Zugang. Dort kann ich während der Erhebung schon sehen, wie ist zum Beispiel aktuell der Rücklauf in meinem Bereich. Ja, bin ich damit zufrieden mit der Beteiligungsquote meiner Mitarbeitenden beispielsweise. Und dort werden dann natürlich auch die entsprechenden Ergebnisse aufbereitet, sowohl quantitativ als auch qualitativ. Das heißt, ich kann dann dort auch zum Beispiel mich durch die offenen Antworten dann nach der Verschlagwortung und einer Dreamap durchklicken. Und das gibt es schon. Und was ich jetzt als Entwicklungsschritt vor uns natürlich noch sehe, ist das Thema, das dann schon auch zu nutzen als Rutsche, um von der Analytik in die Beratung zu kommen, sprich dort eine entsprechende Journey aufzubauen, dass man dann auch durch diese Ergebnisse durchgeführt wird und gleich beispielsweise einen Team-Workshop machen kann und mit dem Team die Ergebnisse reflektieren kann und sich dort seine To-Dos wegspeichert. Cool. Das heißt aber, weil du an den Avatar genannt hast, das heißt, irgendwann werde ich ein Interview führen im Zuge des Rauscher 360 mit deinem Avatar-Klon. Da kannst du dann mit meinem Klon sprechen, so ist es. Sehr gut. Alles klar, das war's schon. Danke mal für die spannenden Einblicke und wir sehen uns in 4 Wochen wieder, wenn wir dann die nächste Folge abdrehen. Ja, ich danke dir. Thema noch finden werden. Ich danke dir für dein Interesse und die Fragen. Viel Spaß gemacht. Danke. Cool, danke. Ciao.